Auf zum Fest. Wo wohnt denn der Typ? Da. Dann porten wir uns doch direkt runter. Warte. Das ist auch nur der Wiki-Artikel. So kann ich den Link nicht kopieren da. Toll, oh, das hat super geklappt, danke. Nicht mal einen Link einfügen kann ich. Es ist spät. Aber sonst gib einfach mal Twintania Final Fantasy V Boss Guide ein. Oh, gehört ihm etwa das geile Haus da hinten? Der kleine Nerd wohnt in dem Pornohaus? Jetzt bin ich neidisch. Jetzt bin ich wirklich neidisch. Okay, sehr gut. Opi, ich bin wieder da. Der sieht ja fesch aus. Der hat einen richtig coolen Bart. Er sieht aber ein bisschen aus wie James in alt. Ihr seht das auch, oder? Oh, willkommen daheim, Jo. Wen hast du denn da mitgebracht? Das ist Mari. Sie nimmt auch an der Exkursion teil. Ach, verstehe. Ihr zwei seid also Freunde, ha? Huh? Ja, so in der Art. Ach, echt? Freunde, das... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber es klingt schön. Freut mich, dass du dich so gut mit unserem Jo verstehst, Mari. Nanu, hast du eine Freundin mitgebracht? Ja, das ist Mari. Und das hier ist meine Omi. Ja, das sehe ich. Ach, wie schön. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Huch, schaut nur, wie spät es schon ist. Du meine Güte, beinahe hätte ich es vergessen. Heute Abend fängt ihr das Maskenfest an. Du schaffst das, ich glaube an dich. Na dann, ihr zwei. Ich habe genau die richtige Kleidung für euch. Damit seid ihr perfekt auf das Fest vorbereitet. Ja, endlich. Ja, Festoutfits. Okay, okay, wartet hier kurz. Die Haare müssen dann auch noch hergerichtet werden. Oh, ich liebe das. Ja, dann mach einfach das. So, das sieht doch schick aus. Guck mal. Oh, die Frisur ist toll. Ich bin von dem Grün nicht so angetan, aber das können wir vielleicht noch färben, hoffe ich. Er hat ein cooles Weißes an. Ich hätte lieber das Weiße. Aber voll schick, der Jimbei. Wow. So habe ich mir das vorgestellt. Das steht dir wirklich prächtig. Ja, es fühlt sich fast so an, als hätten wir noch eine Enkelin dazu bekommen. So fesch, wie du aussiehst, findest du sicher auch hierfür eine Verwendung. Grüne Style-Karte? Was mache ich denn damit? Diese Karte bei sich trägt, erhält in Boutiquen und Friseursalons eine größere Auswahl. Okay. Bei Kleidergeschäften und Friseuren in der Stadt hast du damit wohl mehr Auswahl. Sie hat auch einen angezogen. Oma, weißt du, wo meine... Oma? Was machst du denn hier? In meinem alten, abgelegten Jinbei. Ist ja ekelhaft. Mari und ich gehen gleich zusammen zum Maskenfest. Darum. Aha, sag bloß. Das kann dir doch egal sein. Was machst du überhaupt hier, ha? Huh? Ja, richtig, Omi. Ich kann meine Maske für das Fest nicht finden. Eigentlich müsste ich sie letztes Jahr in den Schuppen geräumt haben. Die Tür sollte offen sein, also geht doch zusammen nachsehen. Alles klar, wer als Letzter ankommt, ist ein faules Owei. Hey, das ist nicht fair. Entschuldige den Tumult, Ray. Die beiden sind ungestüm wie eh und je. Die Oma so richtig happy, dass mal wieder Leben ins Haus kommt. Na, Ömmchen,
Die Masken sollten im Schuppen sein. Ich glaube sogar... Ja, es müssten sogar 3 Masken sein. Streitet euch bitte nicht darum, ja? Ich habe das Gefühl, die verheimlichen mir was. Ich habe das Gefühl, es gab hier ein 3. Kind, das gestorben ist. Nun. Ach, guck mal, die haben auch meinen Beutel gleich direkt umgeparkt. Das ist ja aufregend. Ich hoffe, unsere beiden Chaoten und du werdet richtig dicke Freunde. Aber Hanna weiß ich noch nicht so genau. Ich will auch so einen Teich. Mano. Na, ich fasse es nicht. Hanna, Mari ist hier. Ach, fühlt sich schon richtig zu Hause, so wie du hier rumstolzierst, was? Im Shoppen waren jedenfalls nur 2 Masken. Tja, Pech gehabt, würde ich sagen. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Dann gehst du halt ohne Maske. Dein Gesicht ist eh so hässlich, das würde als Maske durchgehen. Schon okay. Ach komm, jetzt guck nicht so bedröppelt. Als Entschädigung bekommst du jetzt zu sehen, wie gut ich meinem Festoutfit beim Kämpfen aussehe. Wer sagt, dass ich gegen mich kämpfen will? Na los, auf Position. Will nicht mit dir kämpfen. Will dir höchstens den Hintern versohlen. Sie ist kompliziert. Rotzgöre trifft, aber eigentlich ganz gut. Sie ist halt der Inbegriff eines Tsundere. Guck dir das Gesicht an. Und natürlich hat sie einen Morpeko, was auch sonst. Oh, die Huts auf dem Dach. Lass dich ruhig von meinem hübschen Look ablenken, damit ich dich fertig machen kann. Nee. How about no? Weißt du? Hashtag Lektion erteilen. Ich will hier schön aufs Fest gehen und einen coolen Abend haben und sie ist einfach eine Bitch. Frustventil. Ja, sie macht durchaus einen frustrierten Eindruck. Kann man nicht anders sagen. Wie, der hat überlebt? Ein Volltreffer. Na und? Mich bringst du damit nicht ins Schwitzen. Schade eigentlich. Die Musik ist so jammable. So, eine Kehrtwende. Pow. Bist du etwa sauer wegen der Maske? Wehe, du setzt noch einmal eine sehr effektive Attacke ein. Willst du es mir verbieten? Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich bin älter als du. Ich bin alt genug, um meine eigenen Entscheidungen zu treffen. So, dann schicken wir doch mal den hier raus. Baojian. So ein cooles Design einfach. Folikorn. Was ist denn Folikorn? Oh, okay. Das passt zu ihr. Wisst ihr, was auch gut zu ihr passen würde? Chatham. Haben wir das Emote eigentlich noch? Ich glaube nicht mehr, ne? Magnaien. Oh, das ist schlecht. Magnaien. Das, auch. Ich mag halt große Katzen, was soll ich sagen. Und ich mag, dass seine Frontzähne, seine Säbelzähne einfach Schwerter sind. Das muss man sich erstmal trauen.
Ja, das war nicht so schlau von mir. Gebe ich ja zu. Ich finde es schön, wie der Bruder mich anfeuert und nicht sie. Noch eins. Hau raus, Mädchen. Ah, ich werde dich trotzdem platt machen. Anders wäre dann auf dem Fest so richtig gut gehen lassen. Okay, okay. Stopf dich mit so viel Yakisoba voll, bis du platzt. Hey, ihr seht's anders aus als meins. Iris, kann ich reden. Ja. Ja, das, die Überraschung hatte ich auch und dachte mir, okay, wow. Ich meine, sie standen in einem Buch. Omega und Shinryu, aber das war schon ein bisschen wild. Der krabbelt da einfach rum. Ich will auch so eins. Ich will so ein grünes Teeding. Hey, lass dich gefälligst von meinem Anblick verzaubern. Nee, sorry, ich stehe nicht auf Kinder. Tut mir leid. Jetzt ist es dunkel geworden, weil sie so lange rumgedödelt hat. Ach, ist mir auch egal. Ist ja nicht so, als müsste ich dir jetzt dafür meine Maske geben. Nichts da. Dann setze ich sie gleich mal auf. Hm. Sieht aus wie ein Power Ranger-Affe. Na, sieht gut aus, oder? Wieso darf ich nicht Nein sagen? Ich wünschte, ich hätte Nein sagen dürfen. Ach, ich gebe dir einfach meine Maske, Mari. Passt doch besser zu meinem Jimbei. Auf keinen Fall. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Schon vergessen? Außerdem ist dir deine Unimaske doch unheimlich wichtig, oder etwa nicht? Ja, schon, aber... Ach, Mari kann sich auf dem Fest doch einfach eine kaufen, okay? Mach dir nicht so einen Kopf. Also dann, auf geht's. Ich glaube, sie hat ein gutes Herz, aber es ist sehr tief versteckt. Oh, tut mir leid, Mari. Meine Schwester nimmt echt kein Blatt vor den Mund. Aber sie hat doch wie verrückt nach der Maske für dich gesucht, bis du zum Shoppen kamst. Sie wollte wirklich nicht, dass du leer ausgehst. Sehr tief. Ja, sehr, 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 sehr tief. Ach, zundere Mädchen. Aber erzähl dir bloß nicht, dass ich dir das verraten habe, okay? Ich guck mal. Wenn du mir deine Maske gibst, sage ich vielleicht nichts. Das Maskenfest findet beim Kulturzentrum statt. Wollen wir los? Dafür darfst du nicht auf meinem Moped mitfahren. Kannst schön zu Fuß gehen. Fußvolk. Put das Fuß in Fußvolk. Aber wie immer hat er mich sowieso stehen lassen, also ist es überhaupt keine Option, mit ihm zusammen irgendwo hinzugehen. Ah. So, hast du jetzt wirklich mehr Sachen? Oh, das Vulpix. Oh mein Gott. Das Vulpix schläft einfach auf der Markise. Schade, für diese Boutique gilt es wohl nicht. Na gut. Ich werde jetzt nicht die Städte in Paldea abklappern. Wir haben ja erstmal was Hübsches. Aber ich bin mir fast sicher, dass wir noch andere Sachen kriegen könnten. Und andere Frisuren. Ist hier nachts wohl andere Pokémon gibt? Ich glaube, die Loturzel waren vorhin noch nicht da. Aber ich komm nicht davon los. Der DLC gibt mir übelste Xenoblade-Vibes. Ich kann es nicht mal richtig erklären. Vielleicht sind es die Flöten. Xenoblade 3 auch so ein Spiel, das ich dieses Jahr wirklich mal nachholen muss. Ja, aber nach 1 und Torna konnte ich das letztes Jahr nicht auch noch reinquetschen. Ja, auch wieder 100 Stunden mindestens mit beschäftigt.
Hut, Hut. Habe ich einen Hut? Ich habe halt so vom Paldea-Dex echt gar keine Ahnung mehr. Ja, den habe ich nicht. Ich will ja schließlich auch irgendwann Jimbos Belohnung haben. Da es die Uhrzeit präzise ansagt, gilt es in manchen Ländern als Gottheit der Weisheit, die mit den Regeln der Welt vertraut ist. Okay. Gottheit. Hut, Hut. Ich weiß ja nicht, aber okay. Ja, guck mal, wie schön das aussieht, Benner. Heute Abend fängt ihr beim Kulturzentrum das Maskenfest an. Ich hoffe, es wird dir gefallen. Das hoffe ich auch. Für euch. Oh. Oh mein Gott, wie nice. Ich muss Screenshots machen. Ich will auch ein Uchiwa. Wer ist denn da? Ach, deshalb müssen alle eine Maske tragen. Verstehe. So, so. Aha. Oho. Willkommen auf dem Maskenfest. Heute ist nur der erste Tag. Es läuft noch etwas länger. In Paldea habt ihr bestimmt keine so großen Feste, oder? Weiß ich nicht. Kenne mich mit spanischer Folklore nicht aus. Na hoppla, bist du etwa so beeindruckt, dass dir gleich die Worte fehlen? Wegen 4 Ständen? 6? Nee, Mädchen. Glaube nicht. Nimm's nicht persönlich, Mari. Und weil ich so nett bin, schieße ich für uns ein Erinnerungsfoto. Gib mal dein Rotom-Stick her. Will ich ein Erinnerungsfoto mit ihr? Ich weiß es nicht so genau. Ach, rück mal ein bisschen mehr ran, ihr beiden. Ja, nicht so, als würde ich stinken. Aua, du stehst auf meinem Fuß. Ach, stell dich nicht so an. Das wirst du ja mal kurz aushalten können. Okay, alle bereit? Sag Pipi. Pipi. Da kommt ja richtig Feststimmung auf. Das Maskenfest feiern wir zu Ehren unserer tapferen Helden, der 3 Gefährten. Diese 3 Pokémon haben Kitakami vor langer Zeit vor einem Ungeheuer beschützt. Dem Oni. Deswegen ist das Maskendesign der meisten Dorfkinder auch von den Gesichtern der 3 Gefährten inspiriert. Ach, oh. Nur seien's nicht. Oh Gott, wie ist das Kind mit Pikachu-Maske denn das Eis? Das geht doch gar nicht. Hä, was kicherst denn du so blöd? Ach, nichts. Ich habe nur gedacht, dass du gar nichts über den Oni weißt. Wie bitte? Ich habe ja wohl mehr Ahnung von den Legenden Kitakamis als du, Pimpf. Was fällt dir eigentlich ein? Ja, hat's echt gleich. Ja, aber ist ja klar, dass ein Baby wie er eher von den Bösewichten beeindruckt ist. Er mag den Oni sogar mehr als die 3 Gefährten. Kannst du dir das vorstellen? Lächerlich. Oh, schaut mal. An dem Stand, da gibt's kandierte Äpfel. Kommt, wir holen uns welche. Aber meine Maske. Außerdem will ich lieber Shaved Eyes. Und jetzt erklärt mir, wie dieses Kind hier das Soft Eyes futtert mit der Maske auf dem Gesicht. Das geht gar nicht. Immer dasselbe. Wenn's Jo zu ungemütlich wird, haut er ab. Wundert dich das? Mal ehrlich? Wundert dich das? Nicht das alles essen?
Leckere Kitakami-Nudeln, heiß und fettig. Na, wie wär's? Einfach mal mitnehmen. Ja, große Schwestern sind fies, oder? Ist deine große Schwester auch so? Doof. Das haben sie also auch nicht gefixt. Ja, es könnte so ein perfektes Spiel sein, wenn da nicht diese Kleinigkeiten wären. Hat's geschmeckt? Komm jederzeit wieder vorbei. Nein, die ist deutlich netter. Dann hast du aber nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Oh, natürlich ist der Mensch, der den Masken verkauft, gerade nicht da. Ich würde gerne eine Maske kaufen, aber hat schon eine auf. Hm. Frech. Lass doch anderen Leuten auch noch was übrig. So, noch eine Runde Shaved Ice. Kakiguri, by the way. Falls das einer wissen wollte. Blue Alola Sirup. Alola. Auf dem Fest muss man sich auch den Bauch vollschlagen. Über Fangkräfte können wir uns später Gedanken machen. Warum ist es so sad? Das macht mich traurig. Das macht mich schon ein bisschen traurig. Hier eigentlich. Ach so, Ballondinger. Noch mehr Kakigori. Was verkaufst du? Ein Eis. Nee, ein normales Eis will ich nicht. Oh, aber guck mal. Der hat richtig Freude am Essen. Und hier gibt's kandierte Äpfel. Und Beeren. Oh, das sieht voll geil aus. Das hätte ich voll gern. So einen kandierten grünen Apfel. Och. Himbeeren, Fragia-Beeren, Yonago-Beeren, Sanana-Beeren. Lecker. Toll, jetzt kriege ich Hunger. Zwei kandierte Äpfel bitte. Aber gerne doch. Zwei Stück kommen sofort. Wenn das nicht immer so eine Riesensauerei wäre. Hier für dich. Danke. Omi hat mir extra etwas Geld mitgegeben, also nimm ruhig. Kandierte Äpfel bekommt man sonst nicht so leicht. Deshalb ist das was Besonderes für mich. Omi macht zwar auch guten Nachtisch, aber bei ihr gibt's immer nur Mochi. In Kitakami leben übrigens auch Pokémon, die ein bisschen so aussehen wie kandierte Äpfel. Ich weiß, du wirst es nicht glauben, ich besitze eins. Komm, lass uns als nächstes da lang gehen. Ist das eigentlich ein Date? Ich meine, im Riesenrad fahren mit N, wo er einen gefühlt rausschubsen möchte, war nicht so datig, aber schon das nächste an einem Date, was wir jemals haben werden. Zählt das als Pokémon-Date, Chat? Was meint ihr? Und wo genau ist er hingelaufen da? Die Masken der drei Gefährten sind dieses Jahr wieder der totale Renner. Meine Benesaru-Maske hat eine wunderschöne blaue Farbe. Einfach mega cool. Wenn man eine Maske aufsetzt, fühlt man sich, als wäre man jemand anders. Nun. Ich weiß nicht, ob ich ein totes Gefährten-Pokémon sein will. Das ist ein Geheimnis. Und zwar kenne ich eine Selfie-Pose, die gerade total in ist. Ich bringe sie dir bei. Okay. Du bist nicht das Kind, das ich suche. Nein, wie soll ich ihn nur jemals wiederfinden? Wir haben alle Masken auf. Ah. Diese Ballondinger, ne? Was gibt's bei dir?
Für das Oni-Austreibungsspiel benötigt man ein Reit-Pokémon. Aber keine Sorge, falls du kein eigenes hast, kannst du dir ein Darmhirplex ausleihen. Aber nett. Ach, da ist er ja. Hallihallo, Hallöchen. Herzlich willkommen beim Oni-Austreibungsspiel. Möchtest du teilnehmen? Sollte er das nicht voll doof finden? Er findet den Oni doch cool. Hey, Moment mal. Du bist doch eines der Kinder aus Paldea, oder? Ach, weißt du was? Dann brauchst du für deine Teilnahme auch nichts zu bezahlen. Sieh es als ein Willkommensgeschenk an. Das ist ja großzügig. Versuch ruhig dein Glück. Ich feier dich an. Aus der Ferne. Na sowas. Nimmst du etwa am Uni-Austreibungsspiel teil? Ich habe mich auch gerade dran versucht. War ein Kinderspiel für mich. Natürlich war es das. Mein Punktestand war übrigens 6390. Bin ja mal gespannt, ob du das überbieten kannst. Nicht 69? Schlecht. Du schaffst das, Mari. Ich hoffe doch. Es wäre sonst peinlich. Das wäre sonst extrem peinlich für mich. Hallo? Aha. Das Oni-Austreibungsspiel ist eine traditionelle Veranstaltung. Aufgabe ist es, eine Menge an Beeren einzusammeln und dann zu den Beerensockeln zu bringen, um eine hohe Punktzahl zu erzielen. Auf dem Spielgelände gibt es Ballonis, genannte Ballons, in vier Farben. Jedem Einzelnen befindet sich eine Beere, die du erhältst, indem du den Balloni zum Platzen bringst. In der Basis befinden sich vier unterschiedlich gefärbte Beerensockel. Auf ihnen kannst du durch Drücken des A-Knopfes Beeren mit passender Farbe ablegen. Das Spiel ist zu Ende, sobald du die erforderliche Anzahl an Beeren auf den Sockeln platziert hast. Manchmal erscheinen gefräßige Pokémon an den Beerensockeln und versuchen, deine angesammelten Beeren zu vernaschen. Ignorierst du diese Pokémon, futtern sie immer weiter. Nähere dich ihnen und drücke die R-Taste, um sie durch Brüllen zu vertreiben. Okay. Dann schauen wir mal. Level 1. Habe ich ein Zeitlimit? Ja, okay. Was passiert, wenn ich einfach viel mehr Beeren habe? Ist das schlimm? Schneller! Schneller, mein laggendes Gefährt! Okay, das war in Ordnung. 3-3-2-2. Oh, okay. Jetzt brauche ich schon mehr. Man kann ja voll cheaten. Und einen noch. So. Schneller! Easy peasy. Wie ist mein Punktestand? Ich muss sie unbedingt schlagen. Sonst muss ich mich gleich in den Schlaf weinen. Okay. Muss auch ein bisschen gucken, dass mein Beutel nicht zu voll wird. Oh Gott. Da driftet er einfach los.
Aber ich kann gar nicht meine Punktzahl sehen, ne? Nein! Geh weg! Das sind meine Beeren. Es ist aber irgendwie gar nichts passiert. Das war komisch. Oh mein Gott. Ha, ich habe sie geschlagen. Glück gehabt. Und ich habe Mochi bekommen. Cool. Das ist voll süß mit dem Bamfaxo und dem Raffel. Mega cool. Es war aber auch nur der einfache Schwierigkeitsgrad. Sie hat bestimmt auf super schwer gespielt. Gut gemacht. Mal sehen, du hast 7391 Punkte erzielt. Dafür bekommst du einen Preis. Hier bitte. Einen EP-Pin, okay. Ein mysteriöser, elastischer Glücksbringer durch den Pokémon mehr Erfahrungspunkte erhalten. Okay. Ich, Hana, die Königin der Balloni-Jagd, bin nicht mehr die Beste. So sieht's wohl aus. Das geht mir voll gegen den Strich. Am liebsten würde ich gleich nochmal loslegen, um mich zu rächen, aber ich habe nicht mehr genug Geld. Jo, dann musst du sie eben an meiner Stelle fertig machen. Was? Ich will aber nicht. Na, hör mal. Du kannst doch nicht einfach deiner Schwester für eine Fremde in den Rücken fallen. Hast du sie noch alle? Ach, tut mir leid, dass sie so einen Aufstand macht. Ja, wer von den beiden ist eigentlich das Kind? Ich werde versuchen, sie wieder zu beruhigen. Schau du dich ruhig weiter auf dem Fest um. Oh. Guck mal, wer da ist. Oh nein, und Jo verpasst alles. Das geht doch nicht. Ist doch sein großer Traum, den Oni zu treffen. Ich lebe seinen Traum. Jetzt fühle ich mich schlecht. Und eine Maske habe ich auch immer noch nicht. Freut sich auf jeden Fall ganz doll. Moment mal. Das ist ein komisch geformtes Kind. Hon? Ein rätselhaftes Kind mit einer Maske starrt ich an. Oh nein, das ist Majora. Sind es die gruseligen Kinder vom Mond? Das Fest ist toll, oder? Als ob man nicht sieht, dass es ein Pokémon ist. Pon, Pon! Hey, Mari, hör dir das mal an. Jo ist beim Uni-Austreibungsspiel echt zu nichts zu gebrauchen. Eine absolute Null. Hm? Huh? Nein, lauf nicht weg! Hm? Wer war das denn? Folge dem rätselhaften Kind. Ah, das ist ein Kind aus Paldea? Aus unserem Dorf kommt es jedenfalls nicht. Ja, in Paldea gibt es grüne, dicke Kinder. Mit einer komischen Maske aus Kitakami. Das macht sehr viel Sinn. Oh mein Gott, das ist so fantastisch. Hey Mari, lauf nicht einfach alleine weg. Hey du da vorne, das gilt auch für dich. Nein, die Maske. Oh nein, oh Gott. Oh, er ist so süß. Oh, der ist ja gar nicht gruselig. Wie riesig die Maske einfach ist. Komm runter zu uns. Nachts ist es auf dem Berg zu gefährlich. Das ist kein Kind. Ich glaube, sie braucht eine Brille. Dringend. Eine Brille und einen Benimmkurs. Du hebst eine türkisgrüne Maske auf. Verstaust sie in der Basis-Itemtasche. Eine türkisgrüne Maske mit dem Gesicht eines Oni. Du hast sie aufgehoben, nachdem jemand sie während des Maskenfestes auf einer Treppe verloren hatte.
Ich frag mich ja, wer dieses Kind war und wo kam es her? Vielleicht war das gar kein Kind. Was? Wie meinst du das? Junge, ich denke, das ist hier eure Legende. Denk doch mal mit. Glaubst du, dieses Kind, das auf den Berg verschwunden ist? Könnte es etwa der Uni gewesen sein? Der aus der Geschichte von den Infotafeln? Soll das heißen, die Legende ist wahr? Nee, kann nicht sein. Es hat diese Maske verloren, also... Also muss es wirklich... Hey, ihr beide! Was steht ihr denn hier so rum? Wir haben den Oni getroffen. Du wirst es nicht glauben. La 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 la. Hier ist ja wirklich gar nichts los. Lass uns zurück zum Fest. Was? Dank dir habe ich kein Wort verstanden, Hannah. Nichts. Sie hat nichts Wichtiges gesagt. Wie immer. Alles gut. Autsch. Aha. Ach, verstehe schon. Ihr habt euch bestimmt über mich lustig gemacht. Hey! I would never. Ich gehe zurück zum Fest. Warum will sie es ihm nicht sagen? Es ist ein großer Traum, den Oni zu treffen. Ach, das war knapp. Mann, jag mir doch nicht so einen Schrecken ein. Fast hättest du dich total verplappert. Jo ist absolut vernarrt in den Oni. So richtig. Total verrückt nach ihm. Wenn er wüsste, dass wir ihn getroffen haben und er nicht. Ich weiß nicht, da würde er sich bestimmt ausgeschlossen fühlen. Okay, fairer Punkt, aber wir könnten jetzt mit ihm zusammen dem Oni nachjagen und er könnte ihn auch treffen. Oder nicht? Oder meinst du, ich mache mir zu viele Sorgen? Außerdem will ich nicht, dass er dem Oni um diese Uhrzeit noch auf den Berg hinterherläuft. Ach, egal jetzt. Wir haben uns eh schon fürs Lügen entschieden. Du hast dich fürs Lügen entschieden. Behalt das alles für dich, okay? Das ist unser kleines Geheimnis. Und zeig Jo bloß nicht die Maske. Zumindest fürs Erste. Okay, und wo soll ich mir die deiner Meinung nach hinschieben? Hast du gesehen, wie groß die ist? Bin ich Link? Ich kann mir die nicht eben in meine riesige Tasche im Hintern stecken. Mann, diese Geschwister, die treiben mich noch in den Wahnsinn. Oh, ich kann nicht auf Miraidon reiten, schade. Ich kann leider keine Casualties verursachen. Kann ich beten? Nö. Das ist aber voll süß. Ich hätte nur trotzdem gerne Maske und einen Fächer. Bitte, bitte, bitte. Wenn ich Hunger auf einen kandierten Apfel habe, gehe ich immer so bei meinem Papa betteln. Okay, danke. Man muss nur süß aussehen, um Erwachsenen um den Finger zu wickeln. Das ist der ganze Trick. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt. So ein schönes kleines Fest. Das Maskenfest ist der Knaller. Und es ist überhaupt nichts Ungewöhnliches passiert, habe ich recht? Ist die Maskenhändlerin jetzt wieder da? Wieso darf ich denn keine Maske haben? Das ist doch blöd. Das ist doch einfach nicht fair. Na gut, gehen wir nach Hause. Hast du genug vom Fest? Ja. Okay, dann lass uns nach Hause gehen. Ich bring dich zum Gemeindehaus. Aber schön war's. Das war schön. Es war ein cooles Event. Am nächsten Tag. Begib dich nach draußen. Nö,